Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute zum Montagsvortrag. Wir, das sind Herr Dr. Markus Bleich und Dr. Thorsten Gulisch. Wir möchten Ihnen heute über Franziskaner und Dominikaner Niedersachsen berichten, zwei große Bettelorden. Und als Thema haben wir uns herausgesucht, die Klöster dieser Bettelorden Ihnen vorzustellen und Ihnen zu berichten, wie diese Klöster in der Denkmalpflege im Bereich der Archäologie und der Bau- und Kunstdenkmalpflege gesehen und bearbeitet werden und dokumentiert werden. Das Thema eignet sich besonders gut, weil es eben von beiden großen Fachbereichen genutzt und bespielt wird sozusagen. Wir werden heute keinen wissenschaftlichen Vortrag halten, sondern wir möchten eigentlich eher schlaglichtartig Ihnen das Phänomen Bettelorden in Niedersachsen vorstellen. Phänomen Bettelorden als Stichwort, Markus, die Bettelorden tauchen Anfang des 13. Jahrhunderts auf und sind sehr erfolgreich. Sie sind eine Reformbewegung, die eben im späten oder im ausgehenden Hochmittelalter, im Spätmittelalter auftreten, gewissermaßen explosionsartig. Eine mönchische Reformbewegung, die sich von Italien und Spanien aus in kürzester Zeit bis auf die britischen Inseln und nach Südskandinavien ausbreitet. Bemerkenswert und der entscheidende Unterschied zu allen anderen Orden ist die Verknüpfung mit den städtischen Ballungszentren. Und diese Orden sind eine, wie der Name schon sagt, eine ausdrückliche Armutsbewegung. Also Orden, die eine ganz besondere Form des gemeinsamen mönchischen Lebens pflegen. Interessant dabei ist auch, dass der Martin Luther als Augustiner-Eremit ebenfalls ein Mitglied eines Bettelordens ist. Und gerade dieser Martin Luther hat mit der Reformation, mit seinem Thesenanschlag, letztlich diese spätmittelalterliche Welt ins Wanken gebracht, sodass dann die Reformation über die Klöster, gerade auch der Bettelorden, ging und zu deutlichen Veränderungen führte. Auch das möchten wir Ihnen heute vorstellen. Wie wurden die Klöster eigentlich nachreformatorisch bis in die Jetztzeit genutzt und wie sind sie uns überliefert und kommen sozusagen in den Blickfeld der Archäologie und der Bau- und Kunstdenkmalpflege, der Denkmalpflege heutzutage. Der Begriff Bettelorden kommt von dem lateinischen mendicare, betteln. Es hängt damit zusammen oder erklärt, dass diese Orden ihren Lebensunterhalt, den Bestand ihrer Konvente durch Betteln und das Einwerben und Erbitten von Spenden und Zustiftungen bestreiten. Besonders Interesse an diesen Orden verdient ihre ausdrückliche Fürsorge für Seelsorge und Armen und Hospitalwesen, also das Unterhalten von Gasthäusern, Krankenhäusern, die Predigt für die städtische Bevölkerung. Und wir kennen im Großen und Ganzen vier wichtige Bettelorden, nämlich die Franziskaner, die Dominikaner, die Karmeliter und die Augustiner-Eremiten. Die Bettelorden sind sogenannte Reformorden. Sie bzw. ihre Stifter wollten eine Veränderung des mittelalterlichen Mönchtums herbeiführen. Und bemerkenswert ist, dass die frühen Stifter und auch Förderer dieser Orden durchaus aus hochadligem Milieu kommen. Wir blicken jetzt auf gut 800 Jahre Bettelorden auf deutschem Boden zurück. Vor 1221 konnten sich die ersten Konvente in Deutschland festsetzen und hier in Niedersachsen auch relativ bald in Hildesheim, glaube ich, 1223, genau. Also die ersten Gründungen. Wir erzählen aber ganz kurz, was seit wann es die Bettelorden gibt. 800 Jahre ist der Rahmen, aber letztlich muss man sagen, die Franziskaner wurden 1210 durch Franziskus von Assisi, vielen sicherlich bekannt. Sie sehen die Lebensdaten auf der Folie abgebildet, gegründet. Sie werden auch Minoriten, mindere Brüder oder auch Barfüßer genannt. Der lateinische Name ist Ordo Fratrum Minorum. Die Dominikaner wurden 1215 durch Dominikus gestiftet. Sie werden auch Predigerorden genannt, Ordo Fratrum Predicatorum. Die Dominikaner waren sehr aktiv auch in der Inquisition hatten als Aufgabe, Heretiker oder Ungläubige aufzuspüren. Man nennt die Franziskaner Barfüßermönche und ausgehend von ihrer Ordenskleidung, dem Habit, die Dominikaner auch gerne die grauen Mönche. Und das sieht man hier auf der Abbildung links, die Franziskaner, rechts ein Dominikaner. Die zwei weiteren großen Bettelorden sind die Augustiner-Eremiten
Und die Karmeliten, das hatten wir vorhin kurz angesprochen, die ebenfalls im 13. Jahrhundert gegründet oder gestiftet wurden. Aber auf diese beiden Orden gehen wir heute nicht näher ein. Dafür ist jetzt die nächste Frage, die wir klären oder Ihnen kurz darlegen möchten. Wie sieht es denn aus mit den Bettelorden Franziskaner und Dominikaner in Niedersachsen? Da kennen wir insgesamt 21 Niederlassungen. Die Niederlassungen, die Konvente, wie man auch sagt, der Franziskaner überwiegen diejenigen der Dominikaner deutlich. Und blicken wir auf die Karte, sehen also, wo diese Niederlassungen waren, dann fällt eine Zweiteilung auf. Und zwar haben wir im Süden eine Bindung an jene Städte, die in fruchtbaren Niederungen lagen, auf den fruchtbaren Lössböden. Während im Norden haben wir eine Anknüpfung an wichtige Handelsstädte, Hafenstädte oder Städte mit Verkehrsknotenpunkten. Die Gründung der Orte, der Niederlassung an den einzelnen Orten erfolgt relativ knapp in einem relativ kurzen Zeitraum zwischen 1220 und 1250. Und man sieht, wenn man die hochmittelalterlichen, spätmittelalterlichen Gründungen abträgt auf einem Zeitstrahl, den Einschnitt in der nachreformatorischen Zeit bis 1550 werden fast alle Ordensniederlassungen wieder aufgelöst. Es gibt eigentlich nur drei Konvente, die über die Reformation und den Reichsdeputationshauptschluss von 1806, 1809 bis eben das 20. Jahrhundert hinein bestanden haben. Also eine ganz enge Phase einer schnellen, raschen Ausbreitung, die Bindung an ein städtisches, sehr wohlhabendes Milieu und das jähe Ende mit der Reformation in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Wir erkennen auf der Karte auch, dass es grundsätzlich mehr Franziskaner als Dominikaner gibt. Das ist auch ein Bild, was sich sonst, glaube ich, in Deutschland ähnlich abbildet. Man könnte noch dazu sagen, dass in jenen Städten, wo wir zwei Niederlassungen haben, wie beispielsweise in Osnabrück, Hildesheim oder Braunschweig, der ältere ansässige Konvent immer für bei der Niederlassung des jüngeren zweiten Konventes des anderen Ordens eine Art Vetorecht hatte. Er musste gefragt werden, ob eine zweite Niederlassung in der Stadt zulässig, gewünscht oder möglich ist. Und das Verhältnis zwischen beiden Orden war nicht immer einfach. Es gab durchaus Streitigkeiten, zum Beispiel um Predigtzeiten, die man sich gegenseitig nicht gönnte oder beziehungsweise die man klären musste, wer wann wo predigt. Wenn wir zur Architektur der Bettelorden kommen, haben wir Ihnen hier zwei Beispiele mitgebracht. Auf dem Bild links sehen Sie die Brüdernkirche in Braunschweig, eine Franziskanerkirche, und Sie sehen rechts St. Paul in Hildesheim, eine Dominikanerkirche. Und Sie erkennen auch, wenn Ihr Auge ein bisschen geschult ist, dass diese Bauten relativ schlicht, relativ karg im äußeren Schmuck sind, sehr zurückhaltend im Gegensatz zu anderen Kirchen, die wir kennen. Das hat natürlich mit dem Armutsideal zu tun. Und es gibt auch Vorgaben, wie eine Bettelordenskirche auszusehen hat. Die Vorgaben gemäß soll es keinen Turm geben, weder an der Westseite noch ein Vierungsturm. Und es soll auch kein Querschiff geben. Das ist in der Regel auch eingehalten worden. Häufig ist der Chor relativ lang, das können Sie auf dem rechten Bild recht gut erkennen, sodass der Chor durchaus fast so lang sein kann wie das Langschiff. Und es war auch vorgegeben, dass die Kirchen in der Regel keine Wölbung aufweisen sollten, weil das auch nicht dem Armutsideal entsprach. Also das Langhaus war in der Regel flach gedeckt. Als Ausnahme konnte der Chor eine Gewölbedecke aufweisen. In der Forschung, oder was man erkennen kann an den Kirchen, ist auch zeitgemäß, dass die Bettelorden, die durchaus mit dazu beigetragen haben, den gotischen Stil in Deutschland und auch in anderen Regionen zu verbreiten. Zu dem Bescheidenheitsgestus oder Armutsgestus der Orden passt auch sehr gut. Und das sieht man an dem Chor von St. Pauli auf dem Bild rechts. Der geringe Zahl an figürlichem Schmuck an den einzelnen Pfeilern im Chor. Die relativ großen Fensterflächen passen eben in die Gotik hinein. Aber es gibt eigentlich auch keine äußere Bauzier, genau wie die Innenräume sehr karg und einfach gehalten sind. Aber es sind große Kirchen mit viel Platz. Es sind Hallen- oder Saalkirchen, wenn man so sagen möchte. Und in der Forschung gab es durchaus aufgrund des eher kargen Aussehens und des großen Platzes Begriffe wie Kastenkirchen oder Scheunen,
mit denen diese Bauten beschrieben wurden. Aber das ist ja schon ein bisschen despektierlich, ne? Ja, mein Gott. Gut. Aber was man auch sehen kann, und das ist hier links am Beispiel der Hildesheimer Franziskanerkirche St. Martin sehr gut darzustellen, man hat nicht selten einen einfachen, hier in Orange gefassten, älteren Rechteckbau in einem zweiten Bauabschnitt, dann um jetzt dann drüber in Grau gehalten, ein Seitenschiff erweitert, vielleicht manchmal den Chor verlängert und oder einen Turm angebaut. Und wenn man jetzt auf das rechte Bild guckt, das ist ein Teil der heutigen Universitätsbibliothek in Göttingen, das alte Kloster St. Pauli, dann hat man hier einen sehr guten, sehr schönen Eindruck von diesen großen hallenartigen Innenräumen mit einem weit gefassten Mittelschiff. Die Kirche St. Martini gibt uns auch die Chance, ein bisschen auf unser Partnerfeld hinzuweisen, denn es gibt eine Studie, die an der HAWK, das ist die Hochschule für Wissenschaft und Kunst, erstellt wurde, die aus vor allem bauhistorischer, bauarchäologischer Sicht das Ganze dokumentiert hat. Und das können wir, glaube ich, auf dem nächsten Bild ganz kurz zeigen. Und du hast, glaube ich, kannst es am besten erklären, was wir dort alle sehen. Also die historische Bauforschung ist entwickelt aus den Verfahrensweisen der Architektur. Es ist die Idee, durch beispielsweise Wechsel von Baufugen, Wechsel von Baumaterialien, durch den Abgleich mit historischen Plänen, modernem Aufmaß oder historischen Ansichten, die Geschichte eines Gebäudes zu sehen, zu lesen und damit nachvollziehbar zu machen. Aus der Studie zu Michael Martini in Hildesheim wird jetzt beispielhaft, sollen zwei Sachen vorgestellt werden. Zunächst einmal sieht man auf dem Foto links das moderne Glasfenster, aber mit dem Hellrot gefasst sind die Spuren eines älteren gotischen Fensters, das eben zur Hälfte beseitigt worden ist und dessen rechte Hälfte, also dessen alte Seitengewände und dessen alten Sims, man an der vorhandenen Architektur sehr wohl noch ablesen und erkennen kann. Und wenn man jetzt auf die Fassadenabrollung guckt, dann soll hier beispielhaft ein ganz anderer Zustand uns beschäftigen. Der nachreformatorische Bau wurde verändert, ganz wesentlich, und zwar vor allem hier in Hellblau kann man das sehen, verbunden mit dem Wiederaufbau und der verstärkten Nutzung als Museum wurden Teile des Gebäudes, der Fassade saniert oder auch geschlossen. Das ist hier in Hellblau gefasst. Und man sieht auch, das ist jetzt in dem Hellrot, fast Orangeton gehalten. Es gibt Veränderungen an den Fenstern, die eben auch aus dem 19. Jahrhundert und jüngeren Abschnitten stammen, die nichts mit der Nutzung als Kirche zu tun haben, sondern mit der Nutzung als Museum, als öffentliches Gebäude oder auch als Waisenhaus. Aber die Erfassung in dieser Form ist, wenn ich es richtig sehe, eher eine Seltenheit. Wir haben für viele Objekte solche guten Dokumentationen noch nicht vorliegen. Nein, das ist eine Besonderheit und das hängt einfach mit der Standortnähe der Hochschule zu der Kirche zusammen und dem Interesse der jeweiligen Protagonisten. Man kann vielleicht auch an dieser Stelle sagen, dass die Grabungen, die wir in Martini haben, in einem gemeinsamen Projekt zwischen dem Stadtarchiv, dem Römer-Pelizeus-Museum und der Universität Heidelberg ausgewertet worden sind. Auch das ist ein glücklicher Fall, dass wir in Hildesheim Archäologie und Bauforschung gemeinsam haben. Aber bevor wir jetzt über auf die Archäologie kommen, willst du vielleicht noch mal zur nächsten Folie etwas sagen? Wir haben ja erwähnt vorhin, dass die Bettelorn ein Phänomen der Städte sind. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir die Klöster in den Städten abbilden. Wir haben dazu eine spezielle Kartengrundlage genommen, und zwar die preußische Landesaufnahme, die von 1877 bis 1912 flächendeckend durchgeführt wurde. Eine der ersten hochstandardisierten Karten, die auch im Maßstab 1 zu 25.000 vorliegen. Der Maßstab erlaubt auch Detailerkenntnisse zu bekommen. Und wir haben deswegen immer, wenn wir Klöster abbilden, diese auf dem gleichen Grund, auf dem gleichen Maßstab dieser preußischen Landesaufnahme abgebildet. Wenn Sie die Klöster sehen, dann ein F daran sehen, dann steht es für Franziskaner.
Und wenn Sie ein D sehen, dann steht das für Dominikaner. Wir haben links Hildesheim und rechts Osnabrück abgebildet. Und gerade die Lage in den Städten ist sehr spannend, weil, wie es vorhin ja schon anklagen, die Bettelorden eine kaufkräftige oder eine finanzkräftige Klientel haben mussten. Und die Frage ist nun, warum liegen die Klöster und wo liegen die Klöster in der Stadt? Randlage oder vielleicht zentral? Das ist in der Forschung durchaus differenziert diskutiert. Und ich glaube, du hast da einiges in der Zwischenzeit zu geforscht und kannst vielleicht berichten. Vereinfacht, man kann es in zwei Gruppen teilen. Schon vor genau 100 Jahren hat der Kunsthistoriker Krautheimer in seiner Dissertation zu den Bettelordenkirchen auf ihre Lage am Rand der Städte hingewiesen. Und seine Idee und sein Gedankenmodell war, das passt zur Armenfürsorge am Rande der Städte, da wo die Armen innerhalb der Stadt hausen. Dort gehen die Bettelorden mit ihrem Fürsorge und ihrer Armenseelsorge hin. Man kann das insofern differenzierter sehen, weil sowohl an dem Beispiel der Dominikaner in Osnabrück als auch am Beispiel der Franziskaner in Hildesheim deutlich wird, dass diese Klöster an den großen Fernstraßen direkt hinter den Stadttoren an den Ausfallstraßen liegen, also eigentlich an einer sehr günstigen Gelegenheit und einer sehr günstigen Position, wenn man Reisende, die in die Stadt kommen, wenn man die beherbergen möchte gegen ein entsprechendes Entgelt. Die Niederlassung innerhalb der Städte ist auffälligerweise, wir kommen auf dieses Phänomen noch einmal zurück, bei der Lage in den Innenstädten bemerkenswert, weil es in der Regel sehr prominente und ja auch mit entsprechendem Vermögen verbundene Liegenschaften sind. Markus, was sagt uns denn jetzt die Abbildung links unten, die mittelalterliche Abbildung? Ja, auf dieser mittelalterlichen Karte sehen wir die Lage des Franziskanerklosters nördlich der Domburg. Und wir sehen, dass das Kloster gewissermaßen auf der grünen Wiese geplant und errichtet wird. Der vom Bischof geplante neue Stadtteil, die Erweiterung der Stadt, ist also auf der Karte noch gar nicht existent. Und das ist die dritte spannende Funktion, die wir bei den Bettelorden sehen. Sie nehmen die Seelsorge für neu gegründete Stadtteile und deren Bevölkerung wahr. Und das erklärt vielleicht fast besser die randliche Lage ihrer Klöster. Wir meinen heute, dass es der Randbereich im Armenviertel war. Tatsächlich sind es aber die neu gegründeten und rausgeschobenen Stadtteile. Und das betrifft eben in Hildesheim sehr schön die Franziskaner, aber auch die Dominikaner im Brühl. Nun hast du uns aber gerade auch geschildert und haben wir es vorhin auch schon so eingeleitet, dass die Bettelorden auf vermögende Stifter, auf Geschenke, auf Almosen angewiesen waren. Es ist eine lateinische Quelle damit aufbereitet. Stimmt das denn so? Ja, das ist genau der Punkt, den wir unten auf diesem Testament eines wohlhabenden Hildesheimer Domherren sehen. Der stiftet weite Teile seines Vermögens, wir können schätzen etwa 95%, an verschiedene kirchliche Niederlassungen und Stiftungen in der Stadt. Und in der letzten Zeile steht es, die Fratribus minoribus werden mensale, also mit einem Tisch, abgespeist. Man glaubt also fast, dass diese Bettelorden ein ärmliches Leben führen und die Ausstattung des einzelnen Konventes, noch einmal, ein Herr gibt 95% seines Gesamtvermögens an kirchliche Einrichtungen weg. Das Franziskanerkloster bekommt genau einen Tisch. Man könnte also meinen, dass dies dem Armutsideal der Franziskaner und Dominikaner bestens entspricht. Man muss aber sehen, dass beide Orden und vor allem auch die Franziskaner hochwertige, teure Liegenschaften innerhalb der Stadt verwaltet haben, oft als besonders vertrauenswürdig gehalten bei Kreditgeschäften, als Zeugen oder als Transporteure, als Bürgen für Kauf- und Immobiliensummen zu dienen. Wir haben also diese bemerkenswerte Zweigliederung, dass die Orden an ihre einzelnen Mitglieder einen sehr hohen Armutsanspruch stellen, auf der anderen Seite diesen Personen eine gute Versorgung im alltäglichen Leben bieten und als Gemeinschaft keineswegs sehr arm oder ärmlich waren.
Wir wissen auch, dass sie eine recht zentrale Stellung in der Gesellschaft hatten. Unter anderem wurden ihre Kirchen auch sehr gerne als Versammlungsräume genutzt, auch für größere, überregionale Versammlungen. Wir denken an Braunschweig, ne? Da kommen wir ja nachher nochmal drauf zurück. Wir haben noch ein weiteres Beispiel mitgebracht für die Stadtlage. Diesmal sind wir hier in Hannover. Sie können es auf der Karte links oben erkennen. Das Franziskanerkloster liegt zwar an der Stadtmauer, aber es ist trotzdem ein prominent gelegenes Grundstück. Und das eigentliche Thema, was wir jetzt anschneiden wollten, ist, wie werden denn diese Klöster, wenn sie schon so zentral in der Stadt liegen, wie werden sie nach der Reformation genutzt? Was macht man mit Klöstern, bei denen die Mönche vertrieben worden sind? Wie geht man damit um? Und wir haben einmal als Beispiel hier das Kloster in Hannover, das Franziskanerkloster mitgenommen und unten eine Abbildung aufgezeigt, wo Sie sehen können, dass das Kloster in etwas veränderter, die Klosterkirche in etwas veränderter Form in das Stadtschloss integriert wurde, als letztlich als Schlosskirche. Und wir haben einiges zusammengestellt an weiteren Nutzungen dieser Klöster. Ja, wenn man die 21 Konvente, insofern ist eine Mehrfachnennung möglich, das sehen Sie auf der Tabelle und auf dem Diagramm rechts. Also wenn man die Nutzungen zusammenzählt, dann stellt man fest, dass es natürlich einen deutlichen Schwerpunkt in der nachreformatorischen Nutzung gibt als Armen- und Waisenhaus, als Beherbergungsmöglichkeit. Diese Liegenschaften waren in den Klöstern ja auch schon da. Und dann fällt auf, und das ist der Punkt 2, die zweite Säule von links, der hohe Anteil, dass man diese großen hallenartigen Gebäude als Warenhaus, als Lagerhaus oder auch militärisch als Zeughaus genutzt hat. Das ist dann, wenn man so möchte, fast der Regelfall. Es gibt dann einige auf den ersten Blick befremdlich erscheinende Nutzungen, Schule, Gasthaus, Bibliothek, Kinosaal. Aber wenn man das immer runterbricht, das ist eine Nutzung der spätmittelalterlichen großen hallenartigen Gebäude in einem ähnlichen und vergleichbaren Sinn. Der große Raum ohne Untergliederung, ohne Binnenstruktur gibt sozusagen die Nutzungsformen vor. Wir haben auch einige prägnante Beispiele zusammengestellt und möchten Ihnen die kurz zeigen. Auf dem linken Bild sehen Sie die Paulinerkirche in Göttingen. Hier jetzt beim Gründungsakt der Universität in Göttingen im Beisein des Königs, König George, ich glaube Georg August ist es, dieser Saal wurde genutzt, um diese Festivität auszurichten und die Kirche ging ja später auch in die Universitätsnutzung als Bibliothek über. Auf der rechten Seite sehen Sie die Martini-Kirche in Hildesheim noch einmal mit einem Bild vermutlich aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Martini-Kirche wurde dann umgebaut, restauriert, wie es auch heißt, von einem berühmten Architekten Konrad Wilhelm Haase, der 1818 in Einbeck geboren ist und 1902 in Hannover starb, Begründer der Hannoverschen Schule und der auch sehr viel Neugotik neu errichtet hat, aber dann auch altes bzw. mittelalterliche Bausubstanz genutzt hat, um diese umzubauen und in einer neuen Nutzung zu überführen. Und auch St. Martini wurde letztlich in ein Museum überführt. Bei beiden Abbildungen sieht man ja auch sehr schön, in Göttingen der Dominikanerkonvent wurde 1531 aufgelöst, also eine lange Nutzung zu ganz unterschiedlichen Zwecken und schließlich als Festsaal der Universität, dann heute als Bibliothek, Teil der Bibliothek. Und bei dem Martini-Kloster sieht man sehr gut, dass die großen Hallen in der Stadt, hallenartigen Gebäude in der Stadt, außen verändert worden sind. Man hat kleine Holzschuppen angebaut, dann einen Glockenerker aufgesetzt. Also man hat die Gebäude im Grunde genommen weiter genutzt und immer an ihnen auch weitergebaut und sie dadurch letztlich verändert. Letztlich waren das jetzt zwei Beispiele eigentlich, wo Klöster in eine Bildungseinrichtung überführt wurden. Ja, so haben wir sie ja auch gezählt im Diagramm, ne? Deswegen bringt das nächste Beispiel, das wir Ihnen vorstellen wollen, das ist das Dominikanerkloster in Braunschweig. Sie sehen auf der Karte rechts oben, abweichend von anderen Karten, drei rote Bereiche, die eingetragen sind. Die Dominikaner, die ursprünglichen Dominikaner 1307,
in Braunschweig haben etwas gebraucht, um dort Fuß zu fassen. Die Franziskaner waren schon da, die sehen Sie im westlichen Teil der Stadt, die Dominikaner im rechten Teil der Stadt. Die Dominikanerkirche wurde 1343 geweiht. Aus den Quellen ist bekannt, dass das Verhältnis zwischen dem Dominikanerkonvent und dem Rat der Stadt nicht unbelastet war. Nach der Reformation mussten die Dominikaner 1528 die Stadt verlassen. Die Klosterkirche wurde zuerst weiterhin als Predigerkirche, natürlich evangelische Predigerkirche, genutzt. 1671 ließ Herzog Anton Ulrich dann die Kirche in ein Zeughaus umbauen. Und Kollege Bleich hat es vorhin schon gesagt, ein Zeughaus ist letztlich ein Lagerhaus für militärisches Gerät. Und wir müssen uns schon so vorstellen, dass in der Kirche später Kanonen und Ähnliches gelagert wurde. 1764 gibt es eine neue Nutzung. Das Gebäude wird als Ausstellungsraum für die herzogliche Kunst- und Naturalienkammer umgebaut und genutzt. Das heißt, wir haben auch hier eine Vornutzung, eine Art ja, erste museale Nutzung, könnte man schon nennen. 1903 muss dann aber aufgrund gerade auch der prominenten Lage in der Stadt das Kloster, die noch vorhandenen Klostergebäude müssen weichen. Sie müssen einen Neubau, einem Verwaltungsgebäude weichen, nämlich dem braunschweigischen Staatsministerium. Aber man entscheidet sich, zwar das Kloster abzureißen, aber zumindest den Chor zu erhalten. Das ist das Bild rechts unten. Also links oben sahen Sie das Bild, ein zeichnerisches Bild zur Nutzung als Zeughaus. Und rechts unten sehen Sie das Bild vom Chor 1902. Ich glaube, da wolltest du kurz noch erzählen, dass man welche Bauphasen man erkennen kann. Also kurzer Sprung, wir sprechen über ein Baudenkmal und man sieht in dem Foto, das den Innenraum darstellt, wunderbar, der Chor wird abgebrochen und man sieht die vorgeblendete barocke Veränderung, die der neuen Nutzung der Kirche, also neu jetzt im Sinne des Barock, der veränderten Nutzung aus dem 17. Jahrhundert angepasst ist. Wir sehen also ganz klassische Bauforschung. Man versucht durch das Studium einer historischen Fotografie zwei Bauphasen, Nutzungsunterschiede und dergleichen mehr an einem Gebäude herauszufiltern. Das Baudenkmal ist aber vielleicht an diesem Ort gar nicht mehr interessant, sondern das Stichwort wäre die Translozierung. Das können Sie auf der Karte rechts oben wieder erkennen. Es ist der Bereich rot, der unten eingetragen ist. 1903 wird der Chor versetzt. Er wird also abgebaut und wieder aufgebaut bei der Ägidienkirche und steht auch heute noch als Denkmal im Verzeichnis der Kulturdenkmale. Also wir haben ein Baudenkmal, das seinen Ort wechselt, immer noch Baudenkmal bleibt. Und zugleich, und das sieht man auf dem Bild links unten, kann man durch archäologische Ausgrabungen und wieder Methode der historischen Bauforschung, durch Studium historischer Aufnahmen, hier Teile des im Barock veränderten Kircheninnenraumes erkennen. Das heißt, und das ist das schöne Beispiel hier in Braunschweig, wir sehen zwei denkmalpflegerische Disziplinen, die Archäologie und die Baudenkmalpflege, an ein und demselben Objekt zugleich verbunden mit der Frage, was ist eine archäologische Fläche und was ist ein Baudenkmal und wie werden das jeweils unterschiedlich ausgewiesen. Also wir haben hier in Braunschweig das bemerkenswerte Beispiel eines Baudenkmals, das dann auch noch transloziert wird, also doppelte Fragestellung für die Baudenkmalpflege und das wir zugleich in Teilen auch mit Mitteln der Stadt- und Mittelalterarchäologie erforschen können. Es gibt aber auch komplett verschwundene Klöster, die wir nur noch indirekt erfassen können. Und da ist ein gutes Beispiel Gandersheim. Auf der Karte links sehen Sie Gandersheim und Sie sehen das Franziskanerkloster hier am südlichen Stadtrand eingetragen. Das Gandersheimer Beispiel ist deswegen etwas oder interessant, weil es etwas aus dem Rahmen fällt. Es ist ein sehr spät gegründetes Kloster. Es wird erst 1501 gegründet und es wird von einem Fürsten gegründet. Es wird nämlich von Heinrich dem Älteren gegründet, der es letztlich auch dafür braucht, dass er das Seelenheil seiner Familie von den Franziskanern hier betreut wissen möchte. Das Kloster hat keine lange Laufzeit. Es wird bereits 1569 dann wieder aufgegeben und wird dann überführt im gleichen Jahr in ein Pädagogium, also wieder in eine Bildungseinrichtung. Aber auch diese hat nur einen kurzen Bestand, denn Gandersheim ist letztlich die Vorläuferinstitution der Universität in Helmstedt.
Das Kloster ist heute im Stadtbild nicht mehr zu erkennen. Es gibt keine baulichen Anlagen, die mit dem Kloster in Verbindung gebracht werden. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir wissen, dass Anfang des 18. Jahrhunderts die Gebäude bereits wüst waren, wüst lagen, also wahrscheinlich abgängig waren, und dass nach dem Stadtbrand 1834 eine vollständige Abräumung erfolgte. Wenn Sie heute in Gandersheim sind, dann werden Sie aber zumindest auf die Adresse Barfüßerkloster stoßen, was auf den ehemaligen Bereich des Klosters hinweist. Und Sie werden das finden, was hier rechts im Bild zu erkennen ist, ein Grabstein. Dieser Grabstein gehört zu Henning Lindemann, der Ratsherr und Mitglied der Kaufgilde in Göttingen war und der letztlich bei einem Sturm auf das Rathaus in Göttingen, es gab finanzielle Verwicklungen, es gab eine finanzielle Krise, dafür mit wohl verantwortlich gemacht wurde und bei diesem Sturm auf das Rathaus verletzt wurde. Er verlässt dann im gleichen Jahr noch Göttingen, geht nach Gandersheim, begibt sich in die Obhut der Barfüßer und stirbt 1514 dort und wird bestattet. Und dieser Grabstein ist also die letzte bauliche Anlage, die uns noch als Hinweis auf das Kloster gilt. Und auch dieser Grabstein ist in das Verzeichnis der Kulturdenkmale aufgenommen und wird dort gelistet. Das ist eigentlich auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass die Friedhöfe namentlich bei den Franziskanerklöstern verbunden waren als Bestattungsplätze nicht unbedingt der einfachen Bevölkerung. Durch eine Zustiftung an den Konvent, konnte man sich einen Teil auf dem Bestattungsareal gewissermaßen erwerben und hatte aber dann durch die Seelsorge und vor allem auch die Fürbittengebete des Konventes im Jenseits immer noch die Aussicht auf Seelenheil und Auferstehung. Und Auferstehung ist ein Stichwort, das uns auch vielleicht bei den nächsten Bildern ein bisschen beschäftigen wird. Es ist der Blick auf die Ruinenlandschaften nach 1945 in den deutschen Innenstädten. Wer den Roman von Hermann Kassack, Die Stadt hinter dem Strom, kennt, der versteht, wie solche Fotografien und Stadtansichten zu Bildern in einem Roman umgesetzt worden sind. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht um das Weiterleben oder Nicht-Weiterleben von Baudenkmälern. Die Vorteile der Klöster bei der Lage im Stadtkern haben natürlich auch dann dazu geführt, dass es Nachteile gibt, als die Städte im Zweiten Weltkrieg gezielt bombardiert wurden. Das heißt, wir haben viele Klöster, die stark zerstört wurden. Wir haben einige Beispiele zusammengestellt. Links oben stehen wir quasi in der Ruine der Schlosskirche hier in Hannover und blicken auf den damals in 50er Jahren noch erhaltenen Chor, der sich hier ganz gut abzeichnet. Erst durch die Umbaumaßnahmen zum Landtag wurde dann auch dieser Bereich abgeräumt und zerstört. Links unten sehen Sie eine Kirche in Osnabrück aus den 60er Jahren, das Bild. Und auch hier erkennen Sie, dass das Gebäude zwar gesichert ist, das Dach ist dicht, so wie es aussieht, aber die die Fenster sind noch leer, das Gebäude ist noch nicht in Nutzung. In der Mitte können wir das Paulinerkloster in Göttingen sehen. Auch da sind die Nachkriegsschäden recht sichtbar, aber als markantestes Beispiel wieder St. Martini in Hildesheim, das Bild rechts oben. Sie sehen, dass von dem eigentlichen Kloster nur noch die Grundmauern und der kleine Turm stehen geblieben sind. Andererseits muss man wiederum auch sagen, dass diese Zerstörung und der Neuaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg aber auch eine gewisse Chance erbrachte, nämlich die Chance, bei den Neubauten, bei Eingriffen in den Boden, vielleicht auch archäologisch mal zu schauen, was sich dort ergibt. Es wurde selten genutzt, aber wir haben einige archäologische Hinweise. Wobei, bevor wir zur Archäologie kommen, noch der Blick nach Osnabrück. Man sieht rechts den Käfer und daneben die schöne Isetta. Und doch beruhigend, es gibt einen Ordnungshüter, der seines Amtes waltet und auch im Angesicht von Ruinen dafür sorgt, dass die Obrigkeit wirkt. Die Archäologie, und hier sprechen wir seitens des NLD natürlich vor allem auch in der Zusammenarbeit mit einem ganz engen Partnerfeld, einem weiten Partnerfeld, enge, gute Zusammenarbeit. Das sind die Grabungen beispielsweise in Stade, in Göttingen oder auch in Norden. In Stade sind durch die dortige Stadtarchäologie die Fundamente des Klosters freigelegt worden. Aus dem Bauschutt heraus stammen mehrere Dienste, also eine
Teile eines Gewölbes, einer Gewölberippe. Wir kriegen also durch das weitgehend abgängigen Kloster mit Schlaglichtern einen Blick in die Umgestaltung der Fundamente, in die ehemalige Ausgestaltung der Räumlichkeiten. Und noch spektakulärer sind die Glasfunde aus dem Dominikanerkloster im Norden, die in der ostfriesischen Landschaft, von der ostfriesischen Landschaft freigelegt worden sind. Wir sehen hier ein vergleichsweise schlichtes Glas, keine bunten Farben. Wir sehen eine Beschränkung auf pflanzliche Motive oder geometrische Strukturen, also eine ganz andere Ausgestaltung als das, was man von den zeitgleichen Kirchen sonst kennt. Also sozusagen eine zurückhaltende Architektur und auch eine zurückhaltende Gestaltung der Innenräume, ganz passend zu den Bauvorschriften und dem Armutsideal der Klöster. Und wenn man jetzt sozusagen sieht, dass die einzelnen wenigen Grabungen jeweils ganz bemerkenswerte Befunde zutage gebracht haben, dann fügt sich hier unser Puzzle oder unser Bild zu den Bettelordenklöstern in Niedersachsen eigentlich jeweils um ganz bemerkenswerte Facetten und lässt sich bemerkenswert erweitern. Eine Frage habe ich noch an dich. Jo. Du hast ja einen relativ guten Überblick über die Ausgrabungen insgesamt in Klosterkirchen. Sind die Bettelordenklöster deutlich schlechter dokumentiert archäologisch als andere Klostergemeinschaften? Das lässt sich so eigentlich pauschal gar nicht beantworten, weil wir erstaunlicherweise eben im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau in den 60er Jahren der deutschen Städte oder mit deren Umstrukturierung in den 70er, 80er Jahren sehr wohl Grabungen haben. Allerdings sind das meistens, weil es Stadtkerngrabungen sind, die ja, sage ich mal, zeitlich unter einem großen Druck stehen, die finanziell unter einem großen Druck stehen, sind das meistens vergleichsweise kleine und begrenzte Untersuchungen. Tatsächlich können wir für Niedersachsen aber festhalten, dass beispielsweise große Forschungsgrabungen sich eher auf die Orden der Zisterzienser oder der Prämonstratenser gerichtet haben. Da man hat das Gefühl, ohne dass man es wirklich gut mit Zahlen fassen kann, man hat das Gefühl, dass die reichen und wohlhabenden Orden tatsächlich stärker im Fokus der Forschung standen. Bei der Architektur der Bettelorden ist das ganz zweifelsohne so. Die zu erforschen ist eigentlich nach der Dissertation von Krautheimer 1922 lange Zeit nicht weiter verfolgt worden und erst in den letzten Jahrzehnten wieder ein bisschen befördert worden. Aber umso wichtiger ist es, dass wenn wir uns jetzt schon mit Bettelorden auseinandersetzen und mit ihren Kirchen, dass wir auch erfassen, wo mal Kirchen und Klöster standen, selbst wenn sie heute obertäglich nicht mehr sichtbar sind, damit man, falls dort Baumaßnahmen kommen, wir gewarnt sind und letztlich archäologisch in die Gruben gucken können. Also du sprichst über die Anlage von Verdachtsflächen und das ist eigentlich deine Arbeit. Wir haben als Beispiel noch Emden mitgebracht, als Beispiel einer heute letztlich nicht mehr sichtbaren Klosterkirche. Sie können hier in Emden sehen, rot eingetragen, das Franziskanerkloster, ganz in der Nähe vom Rathaus, östlich vom Rathaus angelegt. Und Sie erkennen rechts unten auf dem zeitgenössischen Bild aus dem 16. Jahrhundert, dass Sie linke Hand das Rathaus sehen als große bauliche Anlage, das heute noch Denkmal ist, allerdings in deutlich veränderter Form. Es gab eine Kriegszerstörung und rechts davon, östlich, sehen Sie eine kleine Kirche und südlich der Kirche sehen Sie weitere Konventsgebäude. Und diese Konventsgebäude wurden nach der Reformation als Gasthaus, als Armengasthaus dann genutzt. Auch etwas, was ja vorhin in der Grafik sich abbildete, sodass aber auch die Kirche dann den Namen Gasthauskirche bekam. Wir haben oben den Grundriss der Emdener Kirche abgebildet. Sie erkennen wieder einen relativ langen Chorbereich. Das ist ja als typisch schon benannt worden. Und Sie können aber auch ganz gut erkennen, dass nördlich anschließend an den Kirchenraum bereits Grundrisse von Häusern zu sehen sind. Das heißt, die Häuser, die straßenseitigen Häuser, sind direkt an die Kirche gebaut worden. Wenn sie dort durch die Straße gegangen sind, haben sie die Kirche kaum gesehen. Sie konnten aber, das ist ungefähr in der Mitte zu erkennen, zwischen den Häusern dann in die Kirche hineintreten. Von dieser Kirche in Emden ist leider nichts mehr erhalten, jedenfalls obertäglich nicht. Sie ist 1938 abgebrannt. Das ist sehr eindrücklich dokumentiert auf einer Seite, die wir Ihnen als Link mitgeben werden, unter dem Stichwort Bunkermuseum. Dort ist gezeigt,
wie der Brand sich langsam durch die Kirche frisst und dann noch später die Kirche nur noch als Ruine steht. Und diese Ruine ist dann abgeräumt worden, 1938 noch. Der Bereich wurde planiert und letztlich als Freifläche gelassen. Trotzdem können wir davon ausgehen, dass sich Grundmauern erhalten haben, möglicherweise vielleicht auch Begräbnisstätten, sodass hier die Archäologie einen Blick drauf werfen sollte. Und die Ausweisung als Verdachtsfläche erfolgt am NLD als Landesfachbehörde, aber natürlich in diesem Falle Emden in guter Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde, mit dem Archäologischen Dienst der ostfriesischen Landschaft. Und Emden-Faldern ist ja auch mit dieser Lage direkt hinter dem Rathaus auf einem eigenen Teil der Stadtwurt, nämlich der Faldener Wurt, ein wunderbares Beispiel dafür, dass sich der Konvent eines Bettelordens eben in der zentralen, prominenten und bevorzugten Lage der Stadt befindet. Jetzt haben wir viel länger geredet, als wir eigentlich wollten und sollten langsam mal zum Schluss kommen, Markus. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir eine Conclusio. Wir sehen am Beispiel der Bettelorden, lässt sich die Arbeitsweise der Mittelalterarchäologie an einer Schnittstelle von Bau- und Kunstdenkmalpflege zur Archäologie aufzeigen. Zugleich lässt sich die Beschäftigung mit einer Denkmalgruppe zwischen zwei Zuständigkeitsbereichen, nämlich Baudenkmalpflege und Archäologie, aufzeigen. Und das ist letztlich eine Folge des historisch gewachsenen Bestandes, der Lage dieser Klöster in den mittelalterlichen Städten und zum Zweiten ihrer langjährigen Nutzung auch über die Reformation hinaus, das heißt das langjährige, jahrhundertelange Bestehen dieser Liegenschaften. Der Quellenbestand ist für die einzelnen Klöster jeweils sehr unterschiedlich. Also wir müssen Aspekte der Baudenkmalpflege und der Bodendenkmalpflege zusammenführen, aber das kann sich im Idealfalle eben sehr, sehr gut ergänzen. Und das führt uns zu der Perspektive, was eigentlich von unserem Vortrag bleiben soll. Da verweisen wir jetzt hier auf den Denkmalatlas Niedersachsen, den viele von Ihnen sicherlich schon kennen und den Sie über www.denkmalatlas.niedersachsen.de erreichen können. Der Denkmalatlas wird die gesamte Denkmallandschaft, alle Denkmale Niedersachsens präsentieren mit Begründungen und Fotos und auch mit einem Geodatenviewer, auf den Sie schauen können, wo die Objekte liegen. Der Denkmalatlas ist aber noch mehr, er ist ja eine Kommunikationsplattform und bietet unter anderem die Möglichkeit, Denkmalthemen, also aufbereitete Themen zu speziellen Aspekten der Denkmalpflege oder zu speziellen Denkmalgruppen hier abzubilden. Und ich habe Ihnen das kurz runterklappen lassen. Unter den Denkmalthemen sollten Sie dann möglichst bald auch unseren Vortrag in einer etwas anderen Art und Weise finden, bei denen wir Ihnen die einzelnen Objekte nochmal vorstellen, die wir heute angerissen haben. Und zu dieser ortsbezogenen Vorstellung wird auch eine Referenz der wichtigen Standardwerke gehören, sodass Sie unseren Vortrag fachlich nachverfolgen können, entweder in der Gesamtüberblickswerken oder eben in Einzeldarstellungen zu den einzelnen Objekten, ganz umfassend ja auch in den Bänden zum niedersächsischen Klosterbuch oder der digitalen Klosterkarte. Wir versuchen eben, die Vielfalt zu erfassen, Ihnen zu präsentieren. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Tschüss.